Ey Leute, was geht? Ketzer begrüßt euch zu einem weiteren Part von Slender, beziehungsweise mittlerweile dem vierten Versuch. Und ich dachte mir, jetzt wo das Jahr zu Ende geht, warum nicht nochmal seinen alten Bekannten im Wald besuchen gehen? Ja, steht eigentlich nichts mehr aus. Ich würde sagen, starten wir das Spiel und der Schrecken kann beginnen. Ich mach das Ding nochmal ein bisschen lauter. Parsec Productions. Oh nein, das ist ein Production Placement. Presents. Das Intro müsste eigentlich jeder kennen. Eigentlich könnte ich das wegklicken, aber ich lasse es einfach mal. Slender. The 8 Pages. Letztes Mal waren es doch noch 9. Ja, das Spiel gibt's auch. Werde ich vielleicht auch nochmal machen. Ich habe allgemein vor 2015 jetzt die ganzen alten Horrorspiele nochmal neu aufzurüsten. Das heißt, alles nochmal spielen. Wir haben gerade alles auf Fantastic eingestellt. Das heißt, die Grafik ist so hoch, wie es nur geht. Und 60 Frames natürlich, das darf nicht fehlen. Das Dumme ist, ich muss die Uhrzeit noch im Blickwinkel behalten. Weil falls ich dann einen neuen Part einlegen muss, sagen wir mal, noch ein paar Sekunden überbleiben müssen, um das dann so ein bisschen abzuspecken. Ja. Ich frage mich gerade, wo ich überhaupt langlaufen soll. Irgendwie habe ich die Orientierung hier schon wieder verloren. Und der Typ, beziehungsweise das Mädel hier, warum sage ich überhaupt der Typ? Ich weiß doch, dass das ein Vibe ist. Läuft übelst langsam, selbst wenn man rennt. Also ehrlich, das ist ja schon fast arm, Alter. Ich meine, was muss man bitte für eine Behinderung haben, dass man so langsam läuft? Ich fliehe, ich fliehe. Mit 2 km/h. Bis 3 manchmal, wenn es gut läuft. So, hier an diesem riesigen... An diesem riesigen penisförmigen Fass müsste irgendwo eine Seite kleben. Hilf mir. Hilf dir selber. Nee. So, und los geht's. Der Slenderman hat die Verfolgung jetzt aufgenommen. Und ab jetzt wird es wirklich ernst. Ansonsten hätten wir höchstens das Pech gehabt, dem in die Arme zu laufen. Aber das musst du erstmal haben. Mann, warum mache ich so leise die ganze Zeit? Oh, ich glaube, ich werde mich mega krass erschrecken. Das könnt ihr euch dann übelst gut gönnen. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich Slender mit einer Facecam aufnehme. Es fällt mir immer noch schwierig, immer in die Facecam zu schauen. Und die zweite Seite scheint schon in nächster Nähe zu sein. Tja, die alte geht jetzt wohl übelst schnell K.O. Das ist traurig. Aber da kann man auch nichts machen. Und immer hier. Schaut immer zu. Beobachtet dich immer. Keine Augen. Warum bin ich denn jetzt hier festgepackt? Was ist das für eine Scheiße? Habt ihr das gerade gemerkt? Ich bin da einfach so an der Kante lang geschliffen. Ach, du bist doch scheiße. Warum denn schon jetzt? Ich bin noch nicht mal eine Minute unterwegs. Lass mich doch in Ruhe. Lass mich in Ruhe und lass Britney bitte auch in Ruhe. Danke. Jo. Ist der immer noch hinter mir, ja? Ne. Den sind wir erstmal kurzzeitig los. Gute Nachricht. Ich habe auch schon wieder Angst, wenn ich nicht lange genug renne, dass wir dann wieder übelst schnell verarscht werden. Hey, wir können schon die dritte Seite einsammeln. Die Frage ist, lohnt sich das, sein Leben hier zu riskieren? Für eine verdammte Seite, die vielleicht nicht mal da ist. Weil die spawnen ja irgendwie immer woanders, habe ich gehört. Gut. Was ich als großes Problem sehe gerade, ist einfach hier die ganze Zeit über, sagen wir mal, zu laufen. Also nicht zu stoppen und wirklich durchgehend, da ist die nächste Seite. Kann nicht rennen. Ab jetzt wird's unheimlich, ich mach sogar noch lauter. Scheiße, wir müssen in das Haus rein, irgendwo da ist auch eine Seite. Die spawnt auf jeden Fall immer. Ich bin die ganze Zeit schon am Rennen wie so ein Bekloppten. Aber wir haben eigentlich noch relativ viel von der Taschenlampe übrig. Ja, wenn der in dem Haus ist, ne, dann... Nee, da habe ich mich immer schon am meisten erschrocken. Das geht einfach gar nicht, dass der hier respawnt. Beziehungsweise, dass der hier spawnt. Was heißt ein Respawn? Dafür musstest du den ja erstmal umbringen können. Nö. Blut ist das auf jeden Fall nicht. Scheiße. Scheiße, das Spiel ist eigentlich schon gar nicht mehr gruselig, aber ich erschrecke mich trotzdem. Ah! Ich wollte sagen, ich erschrecke mich trotzdem sehr gerne.
Ist mir fast der Riss an der Lippe aufgerissen gerade vor Schreck. So, der war gerade noch in unserer Nähe. Sag bitte, dass der wieder weg ist. Sag bitte, dass der wieder weg ist. Gut. Aber wo konnte der Typ denn sein? Oh, ich glaube, diese... Nee. Ich glaube, dass dieses Spiel unnötig ist. Beim besten Willen. Das Tolle, wenn du so fette Kopfhörer auf hast, ist ja auch einfach, selbst wenn du zurückschreckst, du erschreckst dich trotzdem weiter, weil der Ton ja nicht weg ist. So, hier muss die Seite sein. Da ist sie. Lass mich in Ruhe. Leave me alone. Alone in the dark, Alter. Wir marschieren. Was soll der Scheiß? Das ist so unnötig. Ich wollte mich jetzt ruckartig schon wieder umschauen. Warum eigentlich? Warum bin ich so paranoid? Und warum zur Hölle haben wir die ganze Zeit immer noch genug von dem? Das ist nicht gut. Der Slenderman drängt uns in eine Richtung, in die wir vielleicht gar nicht wollen. Komm bitte, sei nicht da. Das ist das Dümmste, was mir jetzt passieren könnte. Entweder ist die Seite nämlich in diesem Tunnel oder außerhalb. Und ich glaube nicht, dass wir hier groß Ringelreiten machen können. Wie sieht's hier aus? Nee. Warum? Ich habe doch gar nichts getan. Warum hast du mich denn so? Du bist doch ein Wichser, Slenderman. Dafür wird er sich noch rächen, das schwöre ich euch. Da ist noch eine Seite. Seite 5, Seite 5. No, 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 no. No, 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 no. Das ist das neue Lied von Justin Bieber. Wird jetzt auf seinem Vivo-Channel demnächst hochgeladen. Könnt ihr euch natürlich in Deutschland wieder nicht anschauen, weil die GEMA uns wieder vögeln möchte. Ja. 5 Seiten, es wird total gefährlich gerade. Wenn ich jetzt die 8 Seiten schaffe, dann bin ich echt happy, aber ich glaube nicht, dass ich das geschissen kriege. Vor allen Dingen dumm ist, dass jetzt der Sound einfach mal 10-mal so laut ist wie vorher. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob die Stimme richtig abgemischt ist. Das heißt, vielleicht hört ihr mich gar nicht mehr gerade und könnt nur noch sehen, wie ich mich grusel. Ich bin nicht wahnsinnig. Aber die Leute da draußen, die gerade Böller zünden, das machen die ja so übelst gerne schon, bevor es überhaupt Zeit ist, Böller zu zünden. Und Seite 6, Seite 6! Ich sammle das Pornoheft wieder zusammen. Don't look or it takes you. Guck nicht hin oder er nimmt dich mit. Nein, bitte nicht. Jetzt wird's wirklich gefährlich. 6 von 8 Seiten. So viel Glück habe ich selten. Ist wirklich so, ich verarsche euch nicht. So viel Glück habe ich selten. Sowohl im richtigen Leben als auch bei solchen beschissenen Horrorspielen. Wobei beschissen heißt jetzt nicht, dass das Spiel schlecht ist, sondern dass es einfach unglaublich gemein ist gegenüber dem Spieler. Ihr werdet hier einfach übelst schnell erschreckt. Und genau das plant der Slenderman. Er spawnt einfach direkt vor eurer Fresse, wenn er gerade Bock drauf hat. Auch wenn das hier gerade hell ist, im Dunkeln wäre es nichts anderes. Ich würde mich genauso beschissen erschrecken. So, ich laufe hier lang. Das ist jetzt meine Entscheidung. Ich laufe nach rechts. Immer der Nase nach. Ich bin nicht mal der Einzige. Ich bin nicht mal der Einzige, der sich dabei so übelst erschrocken hätte. Ja. Ich frage euch an dieser Stelle, und das ist ganz wichtig, wollt ihr noch eine Folge Slender? Ja oder nein? Schreibt's in die Kommentare und wir sehen uns dann beim nächsten Versuch. Vielleicht schaffe ich ein paar Seiten mehr, vielleicht aber auch nicht. Übrigens, in der Videobeschreibung ist eine Playlist mit alten Folgen, die gehen bis Anfang 2013. Könnt ihr euch gerne mal geben, die alten Folgen. Sind zwar ohne Facecam, aber auch ziemlich lustig. Einmal habe ich zum Beispiel eine... Nein, das wäre ja gespoilert. Schaut's euch an. Ich nehme das fette Ding jetzt erstmal ab, fühle mich einfach mal 10-mal besser als vorher. Und verabschiede mich von euch. Ein fröhliches Jahr noch. Tschüss.